Fahrer war voll nett, der hat uns extra hier runtergelassen, weil er meinte, das wäre was näher. Aber wir müssen jetzt zu 17 zurück dann halt so. Das ist aber echt sehr nett gewesen. So. Und wir haben heute wieder den Mond mit den 2 Sternen. Oh, das ist toll. Genau, das kann ich gleich mal zoomen. Das wird man bestimmt nicht sehen. Kannst du dich noch daran erinnern, welche Sterne man sieht? Das ist eine ganz seltene Konstellation hier in Venus und Neptun. Venus und der andere Stern. Vielleicht kriegst du ein Foto drauf. Versuch das mal bitte von hier aus ruhig. Ich zoome das dann mal. Also, das haben wir online auch gesehen. Das ist jetzt eine seltene Konstellation, dass der Mond da drauf ist. Direkt in der Halbsichel. Man kann es tatsächlich erkennen. Also wir haben ganz fast Neumond und dann darunter 2 Sterne. Aber von hier aus kann man das nochmal ganz gut sehen. Mit den Monowales. Nein, die meinte ich nicht. Ne, Mickey Mini fährt mal aus dem Bild raus. Aber mit den beiden Sternen. Wir haben noch 45 Minuten, bis es losgeht mit dem Feuerwerk. Und ein Ride lohnt sich jetzt nicht. Das heißt, wir werden ein paar Fotos machen mit Fotografen und das reicht dann auch schon. Und das ist sowieso die beste Aussicht hier. Oh,
Take it easy way. But I'm not the way. Closer, closer, every day. I'm all
Komplett. War super schön. Ja.
diesmal sogar mit der Main Street, das hat man letztes Jahr irgendwie verpasst. Das gibt es halt nicht immer, dass sie mitbeleuchtet ist. Das gibt es noch ab und zu und heute war es. Das sind so Begleitsachen, die darauf projiziert werden. Das heißt, wenn zum Beispiel vorne Ariel ist, ist da so ein bisschen die Unterwasserwelt. Genau. Das heißt, wenn man weiter hinten steht, ist es auch gar nicht schlimm. Ja. Aber vorausgesetzt halt, es wird nicht gemacht, weil wie gesagt, letztes Jahr gab es das halt nicht. Genau, weiter zu Ende sehen, aber auch hier waren und so weiter. Ja, auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen. Und weil der Park noch so voll ist und wir Angst haben, am Bus dann zu stehen, machen wir jetzt noch einmal kurz, ist es Small World, der 10 Minuten. Das geht doch auf alle Fälle noch rein. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Fotos, dann haben wir ab.
and you are passed to this bar. Thank you. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se retira para desembarque. Gracias. Please remain seated until the boat comes to a complete stop at the dock and you are asked to disembark. Thank you. Por favor, permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se retira para desembarque. Und dann düsen wir jetzt ab nach Disney Springs. Also an der Ecke war gerade ein Feueralarm, deswegen war das Schloss gesperrt. Aber hier ist jetzt schon frei, jetzt können wir frei zu dem Fotografen. So, wir haben jetzt 22.35 Uhr. Der Bustransport hat so lange gedauert und das hat so viel extra Zeit gekostet, bis alle eingestiegen waren und die Elektroscooter vertaut waren und alles. So dass sich jetzt eigentlich gar nicht mehr lohnt, nach Springs reinzulaufen. Trotz alledem versuchen wir mal, um zu gucken, wie weit das überhaupt noch ist. Und wenn wir schon mal da sind, es klingt auf alle Fälle noch nach, da ist aber ordentlich was los, oder? Ja. Und hier ist unser Zimmer. Da. Und da ist die Bootanlegestelle mit Rainforest Café. Den Disney Shop mittig, Paddlefish, den Ballon, alles da. Schade, ne? Ich finde Springs schon ruhig länger aufladen. Ja. So, wir haben 10 vor 11. Es ist tatsächlich die Margarita Bar hat schon geschlossen. Der Marketplace Snacks hat noch geöffnet. Aber es schließt alles. Das heißt, wir gehen jetzt bei Marketplace Coop rein. Das ist der Laden, der eh die etwas höherwertigeren Sachen hat. Die schöneren Sachen. Und den schafft man auch noch in 10 Minuten. Was genau der hat, das haben wir ja beim letzten Mal schon gezeigt. Eine ganz tolle Ecke mit den Kleidern von The Dress Shop. Aber was jetzt auch neu ist, ist halt, dass es von Marvel Iron Man Display gibt. Cool. Sehr nett. Eine ganz große Home-Abteilung gibt es hier natürlich. Schöner als im großen Laden auch. Also wenn man kein Gewichtsproblem im Koffer hat, kann man hier auf alle Fälle mal einen Blick reinwerfen. Oh. Und die haben die Vans hier, die ich auch schon im Shop gekauft habe. Auch 40%. So, wir schauen mal hier bei Girardelli, was es gibt. Ja. Mal schauen, wofür Steffi sich entscheidet. Da ist der Store. Und? Strawberry? Vielleicht. Und Girardelli war so gut zu uns und hat uns den Strawberry Hot Chocolate Touch gemacht. Und damit kriegen wir doch die letzten paar Minuten noch rum. Jetzt kann man schön essen. Und
Ja. Das war dann das Ende des Tages gleich. Aber hier drin kann man nicht warten, das ist einfach zu warm. Man kommt eh dann nach draußen mit dem Schildchen. Dann kann man sich das abholen. Gute Nacht auf Maus gecheckt. Das war der wievielte Tag? Sechste, habe ich heute erzählt. Schon? Sechste, ja, sowas. Es war der irgendwaste Tag. Ja, sechste. Und wir haben Mittwoch. Sind in Saratoga Springs umgezogen. Super schönes Hotel. Da oben ist unser Zimmer. Das da. Warte. Das da? Ja. Und hier ist Disney Springs. Es war wunderschön. Der Tag in Blizzard Beach hat richtig Spaß gemacht. Und im Park haben wir das Feuerwerk nur geguckt und einmal It's a Small World. Ein paar Fotos. Gerade hier noch ein leckeres Eis. Ich blende mal ein Foto ein. Foto vorbei. Und es war wieder wunderschön. Morgen geht's in die Hollywood Studios. Rope droppen. Erzähl mal jedes Mal. Ich weiß, aber morgen ist das wirklich der Plan. Wir werden sehen. Wir müssen Slinky Dog machen. Das schaffen wir. Wir müssen Slinky Doggen. Also, ob wir es schaffen, seht ihr im nächsten Video. Bis dann.